3, 5. Oh, ey Leute! Wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Ich bin bei der Sache eigentlich auch schon über, an der debattieren wollte. Aber ich bin so heiß auf das Ding. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kiosk. Und es ist mal wieder soweit. Wir haben Raritäten und Sachen, wo man eigentlich nur mit der Zunge schnalzen kann. Werden uns hochbieten. Diesmal sind dabei die Jungs von Pushdich, Tone aka Ein Tabak. Ich bin dabei und natürlich die Legende Kiki von den B-Brothers. Hi Freunde, ich bin der Tone. Ich bin großer Fußballkarten-Fan und ich habe heute eine Messi-Bonofon mitgebracht. Und ich bin gespannt, was die Folge so mit sich bringt. Hey, hier ist Kiki von den B-Brothers. Heute präsentiere ich euch ein wahres Schmuckstück. Den Originalhelm vom Jahre 95 vom Film Power Rangers, den pinken Power Rangers Helm. Wir haben den pinken, Knossi hat den blauen und ich freue mich heute richtig sehr auf die Show. Hi, ich bin der Franco von Pushdich, der größere Teil davon und das ist unser Holy Grail Cristiano Ronaldo. Mein Name ist Aaron Troschke und mein Sammlerstück ist die aktuelle Power Wrestling, weil da ist Kaiser und Gunther drin, plus ich auch. Ich habe es unterschreiben lassen, habe selbst unterschrieben und bin sehr stolz drauf und deswegen ist das mein Sammlerstück. Hallo, hi, ich bin der Chris von Pushdich und ich freue mich hier zu sein, dieses Mal in einer anderen Funktion, weil dieses Mal habe ich wirklich eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Ich darf die Bewertung oder die Ersteinschätzung von den schönen Artikeln, die wir bei Höhle der Sammler heute präsentieren, einschätzen, mal ein bisschen vorab mit den Leuten reden. Wir starten mit dem ersten Piece, das wir hier, das ich in meinen Händen halte. Es kommt auch von einer sehr prominenten Person. Es handelt sich hier um Kevin Großkreuz. Der hat uns hier 24 Karat vergoldete Beats-Kopfhörer gegeben und ich will nicht vorspoilern, weil Kevin übernimmt dann nochmal die Sache. Da wurde schon einer für ein Charity-Event für roundabout 12.000 Euro von Yugi Löw versteigert. Der ist natürlich schon ein bisschen getragen und er hat ihn auf jeden Fall verwendet. Deswegen würde ich den einfach mal einschätzen in dem gebrauchten Zustand. Ab 3.000 Euro aufwärts würde da bestimmt jemand einen sehr, sehr guten Preis erzielen. Und natürlich, wenn es für 5 weggeht, wird sich mit dem emotionalen Moment definitiv keiner beschweren. Ab zu Kevin. Hallo liebe Sammelfreunde, mein Name ist Kevin Großkreuz. Ich habe hier einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, nämlich dies mit 24 Karat vergoldeten Kopfhörer von Beats. Die bekamen alle Spieler und Trainer, als wir die WM 2014 gewonnen haben. So etwas konnte man nie kaufen bis heute. Viel Spaß beim Beaten. Ich will sie haben. Gibt jemand, der sagt, der will gar nicht mitmachen? Also ich bin safe dabei. Ich bin auch dabei. Dabei. Oh, das ist doof. Weltmeister. Das Ding ist wirklich ein Unikat, das brauchen wir. Ich fange mal mit 100 an. Lächerlich, 200. Ich würde gar mit 500 reingehen. 600. Ich gehe direkt auf den Tausender. Oh, ja, ja. Oh. 1-1. Das ist schon. 1-2. 1-3. Nee, ich glaube, ich wäre bei 1-3 wäre ich raus. Okay. Da wäre ich jetzt schon los, ja. 1-3 bin ich Schüster. Ich gehe auf 1-5er Niveau. Das Ding ist komplett vergoldet, ne? Ja, ich weiß. Aber 24 Karat ist cool. Und vor allem, ich glaube, das Geilste ist halt, dass es zur WM war. Also, wir wurden Weltmeister. Also, es gibt davon, was hat er gesagt, alle Spieler plus Team. Man weiß auch, Yugi hat die damals für einen guten Zweck versteigert, seine. Also, ich würde auf 1,57 gehen. Lächerlich. Wir gehen auf 1,8er Niveau. Komm, wir 1,9. Oh, meine Kopfhörer. Aber ich sehe mich da im Büro schon sitzen. Weltmeister-Kopfhörer. 2,250. Das wollte ich sagen. 2,3. 2,5. Wir haben eine Original-Autogrammkarte von Schweini im WM 2014 mit Widmung. Da wird der perfekt dazu passen. Also was ich sagen kann, der es kriegt, das werde ich sein. Wir machen ja die Messe in Berlin, wo die Kollegen auch alle da sind. Da ist auch Kevin da, der wird es da spätestens unterschreiben. Wenn nicht, kümmere ich mich drum. Ja. Wo waren wir bei 2,5? Ja. Gott, 2,6. 2,7. 2,57. Das war mein Maximalgebot. 2,57. Wir gehen auf 3er. Nice! Oder ist so korrekt? Guck mal, was ich für Schweißabdrücke auf dem Tisch habe. Es gibt nicht viele, die überhaupt angeboten werden von diesen Dingern. Ja. Deswegen haben oder nicht haben. Das ist ein Stück Wärmegeschichte. 3,50. Boah. Jungs, ihr seid echt. Ich bin raus. 3,50. Überlegt 3,1. 3,1,50. 3. Wer bekommt eigentlich das Geld? Wohin geht das Geld? Genau. Kevin. Okay, Kevin auf Ehre. Weißt du zufällig, ob es Fotos gibt, wo er die auch anhatte? Wo waren wir? 3,250? 3,200, ja. 3,3. Boah, das ist echt. Also, Kiki, du bist echt eine Maschine. Kiki, du bist echt böse. Nee, das muss bei uns in den Store. Ich will das den Leuten präsentieren. Weil das ist so geil. Ah, keine Antwort. Hat er mich weggedrückt, der Sack? Ja, das wäre geil, wenn er jetzt rangegangen wäre. 3,350. Boah, du bist. 3,4. 3,450. 3,5. 3,550. Ich überlege mir gerade, ob ich ihn zu heftig direkt zerstören soll oder langsam. Wir machen langsam. 3,6. 3,57. Alter. 3,57. Ganz kurz, wie weit würdest du gehen, würdest du fragen?
3,8. 3,850. 3,9. Okay, 4K, aber dann ist bei mir schon. 4.000 Euro! Ich glaube, der Chris wird dich umbringen. Kiki! Okay, ich gehe nochmal rein auf 4,1 sein Niveau. 4.150. Aber was schätzt du, ist der Gold wert? Nicht viel. Nicht viel. 200 Euro, 300 Euro? 4,2. Wir sind bei 4,2. Also ich bin eigentlich schon über die Schmerzgrenze gegangen. Aber ich gehe auf 4.250, aber das ist dann... 4.250. Respekt dafür. Ich bin bei der Sache eigentlich auch schon über, an der debattieren wollte. Aber ich bin so heiß auf das Ding. Aber ich respektiere diesen Wettkampf, ja. Wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Wenn ich das kriege, sind wir bei 4,3. Ja. Und ich habe das Ding und oder du hast das bei 4,250. Ja. Das finde ich ein gutes Ding. Ja, das ist fair. Okay, pass auf. Erstmal hier Faust an Faust. Kann man sagen, wenn man nicht mehr drin ist. Super fair, Leute. Okay, bist du ready? Ja. Geil. Oh! B-Brother gewinnt gegen Pushdich. Okay, ey, Ehre. Du musst wissen, wenn du unsere Story-Videos guckst, ich geh immer rein mit der Schere. Das ist im Emma Fuck. Aber ich bin sehr froh, dass ich das hab. Ja? Deswegen, geiler Wettkampf. Geiles erstes Ding, muss ich sagen. Also das knallt anders. War schon mal ein starker Start. Danke an die Kontrahenten. Stark. Und mal gucken, wie es weitergeht. 4-3, wow. Hi. Ich bin der Chris, du? Ich bin Jay. Grüß dich. Was hast du mir denn Schönes mitgebracht? Ich habe heute den Super Nintendo Classic Mini mitgebracht. Ich war mal leidenschaftlicher Gamer, aber löse mich jetzt von meinem Hobby. Kein Interesse mehr. Ich bin ein alter Mann. Ey, mit dem bin ich aufgewachsen. Ich habe das auch damals gezockt mit meinen Eltern. Ey, Super Soccer und lauter so ein Zeug. Ey, ist mega, mega schönes Ding. Darf ich mal kurz bitte? Ja, na klar. Aber das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ja, es ist ein Stück Kindheitsträume. Was ist denn eigentlich deine Schmerzgrenze für das wunderschöne Gerät? Boah, für das Ganze, ich denke mal so 125 Euro. 125, ja. Aber es ist ein fairer Preis. Wurde in den 80er, 90ern, also wo ich geboren wurde, dann released. Deswegen, ich glaube, du könntest auch einen guten Preis erzielen, der wahrscheinlich so knapp an die 200 auch geht bei den Leuten. Okay. Nice. Also wenn man mal so guckt, wie die gehandelt werden, glaube ich, kannst du, wenn du sagst, okay, 125, denke ich, bist du auf jeden Fall willkommen und vielleicht wird es da ein bisschen mehr. Okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich danke dir. Gerne. Hey, grüß dich. Grüß dich. Grüß euch. Hey, ich bin Jay, ich war mal leidenschaftlicher Gamer, aber muss mich jetzt leider von meinem Super Nintendo Mini trennen. Das Produkt kam vor 5, 6 Jahren raus und hat auch 20 vorinstallierte Games, darunter auch Donkey Kong Countries und auch das unveröffentlichte Game Star Fox 2, was nie davor erschienen ist. Das könnt ihr praktisch nur auf dieser Konsole zocken. Was soll ich sagen? Ich bin raus, ich habe 3 zu Hause. Ich habe auch eine zu Hause. Hast du dieselben Tore? Ich hab die, als die damals rauskam, habe ich die auf Masse gekauft, weil ich dachte, die gehen richtig ab, war okay. Also für einen Fuffi bin ich am Start. Mein Bruder Ivan ist ja riesen Nintendo-Fan. Ich weiß gar nicht, ob er das hat, aber ich gehe auf jeden Fall auf den 100er Bereich. Okay. Ich habe schon. Ich bin tatsächlich auch raus. Meine erste Konsole war PlayStation 1. Die würde ich mir gerne mal holen, so. Aber das ist schon mal richtig geil, original verpackt. Ja. Das wäre geil, gell? Eine PlayStation 1 mit FIFA 2000 war das, glaube ich. Ich könnte damit jetzt nicht viel anfangen, glaube ich. Wie ist bei dir, Kiki? Sind wir denn schon nahe an der Tendenz, was das vom Wert wäre? 100er. Ein bisschen mehr würde ich noch gerne. Bisschen mehr. Okay, ich habe davon, ich weiß gar nicht, wie viel wie die gerade weggehen. Wir sind alle raus, muss ich mit ihm einigen. Ja, okay. Würde denn 100 Euro schon irgendwo grob passen? Nee, tatsächlich nicht. Was ist denn deine Schmerzgrenze? Schmerzgrenze? Also 130? Ja gut, das locker. 130er, wenn du Bock hast, wir haben den Deal bei 150. Wie, hä? Der will, du gehst 20? Nein, er ist hier rübergekommen. Ich will, dass es für ihn auch ausbezahlt wird. 150? Du kriegst noch einen 20er plus. Boah, das ist nice. Und das nehme ich, Mann. Deswegen danke. Yo. Nein. Ich dachte, der kommt jetzt mit 200. Deswegen, alles cool. Deswegen. Ich glaube auch jetzt, von Ivan bekommst du nicht so viel Ärger. Also, glaub mir. Ich muss den Ivan bedämpfen. Deswegen, wenn wir einen Deal haben, dann hast du bei 150 schon mal einen Deal. 150? Okay, nehme ich. Deswegen danke dir dafür. Danke. Lockerer, schneller Deal, so wie es mir gefällt. Yo. Bist du bereit für das Cashflow? Auf jeden Fall. Dann machen wir die Hand raus. Ein Schein. Yes. 2 Schein. Und 3 Schein. Deswegen, hey, vielen Dank dir. Ja, ich danke euch. Und du hast eine gute Pause. Ja. Gut. Rein. Ja, danke euch. Danke, dass du da warst, mein Lieber. Danke. Okay. Dann schauen wir mal, was du mitbringst. Hi, ich bin der Chris. Schönen guten Tag, mein Lieber. Mika heiße ich. Hi, servus. So, ich habe hier ein wunderschönes Piece dabei. Ja. Es tut mir ein bisschen im Herzen weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich brauche das Geld. Okay. Und ich kann nur Gutes über dieses Gemälde sagen. Wer hat denn hier unterschrieben, mein Lieber?
Das sind einmal Emma Clark und Alden Ehrenreich. Das sind die beiden Schauspieler, ja. Nämlich einmal hier und da. Sind ja auch durch den Film nochmal ordentlich bekannter geworden, würde ich sagen. Man weiß es ja, also wie gesagt, Star Wars hat ja eine riesige Fankultur. Absolut, absolut. Und ist ja, wie gesagt, auch schon eine lange Trading-Bubble um die ganze Thematik rum. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, weil du gesagt hast, du musst dich leider schweren Herzens trennen. Ja. Was ist so der Preis, wo du sagst, okay, du würdest das Piece abgeben? So 2000 Euro hätte ich gerne dafür. Was hast du bezahlt für das Ding? 1,3 damals. 1,3. Ja. Ja, es ist ja so, man muss ja dazu sagen, ist natürlich schon ein bisschen spezieller, 100%. Weil es gibt nur Poster, die quasi zertifiziert sind. Ja. Und da ist ja noch ein bisschen mehr drumherum, was sich aufbaut, weil da geht es natürlich schon online, nur einfach mal so aus meiner Expertise, so 250, 300, aber da ist es einfach nur ein Poster, das unterschrieben ist. Eben. Das ist ja natürlich auch in der Aufmachung, auch wie gesagt mit den Rahmen, jeder der Sammler weiß, dass die Rahmen natürlich auch ein bisschen speziell sind. Sehr ist gut, zertifiziert, sehr gut. Heißt, es ist auf jeden Fall echt. Das Autogramm ist absolut alright. Solid. Und was würdest du sagen, was ist die Schmerzgrenze, wo du sagst, okay, würdest du trotzdem abgeben? Also ich würde sagen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann gehe ich einen halben Toy runter, also auf 1,5. Aber 1,5 ist wirklich so absolutes Minimum. Okay. Absolutes also wie gesagt, es ist immer so bei so speziellen Themen ein bisschen schwer einzuschätzen, ja. Weil die Poster, wie gesagt, ab 300 losgehen. Aber in der Aufmachung, ich sag mal so, die Leute sollen wahrscheinlich schon ab 1000 mal anfangen, von meiner Expertise her. Und ich drück dir natürlich mal die Daumen, dass es natürlich deine 1500 bzw. deine Wunschpreis mit 2000 erreicht. Am besten 3. Ja, am besten 3. Ich wünsche dir viel Glück, mein Lieber. Dankeschön. Ui. Ach, wunderschönen guten Tag, Freunde. Also, ich habe heute dieses wunderschöne Piece mitgebracht. Ist von dem Han Solo-Film damals 2018 rausgekommen. Über die große Rolle im Star Wars-Film Han Solo. Und ist natürlich auch signiert von den beiden Hauptdarstellern aus dem Film. Nämlich Alden Ehrenreich plus Emilia Clarke. Emilia Clarke ist nur wegen Game of Thrones, ja. Muss man sagen, ja, okay. Ja, aber man kann auch nichts gegen sagen. Die Schauspielerin ist halt einfach eine... Super Schauspielerin. Ist auch eine Granate. Ja. Unter uns. Schon, bleibt uns. Deswegen ist es natürlich einfach schon unfassbar wertvoll, dieses Poster. Ja. Und ist natürlich auch zertifiziert von JSA. Also, es ist auf jeden Fall echt. Wie kam es in deine Hände, wenn ich fragen darf? Ich war tatsächlich damals im Urlaub mit zwei Kumpels in Amerika und sind damals vorbeigelaufen bei einer Gallery und da wurden unter anderem so eine Art von Postern ausgestellt und ich bin halt ein sehr, sehr großer Star Wars Fan. Ah. Ich liebe Star Wars über alles. Und, wie fandest du den Film? Ich muss ehrlich sagen, ich war positiv überrascht. Gut fand ich ihn trotzdem nicht. jetzt noch ein bisschen ins Poster gut. das Poster fand ich trotzdem super, vor allem, weil Han Solo ist halt auch mein Lieblingscharakter aus der ganzen Star Wars History. Und welcher ist deiner, Kiki? Was hast du gerade gesagt? Meiner ist der Waschbär. also vorhin haben wir generell über Waschbären geredet. Deswegen, also das ist eine Ähnlichkeit. Wie heißt der Waschbär nochmal? Chewbacca. Ja, das ist kein Waschbär, das ist ein Wookie. Ja, genau. Nein, das weiß ich schon, aber Star Wars habe ich geschaut, da war ich 6 Jahre alt, 7 Jahre alt. Mein Onkel war der größte Star Wars-Fan. Ja. Aber ich habe nie so Anschluss. Zu Weihnachten für ihn. Dran ja, eventuell, genau. Wenn es jetzt Rogue One wäre oder so, würde ich ausrasten. Dann würde ich sagen, geil. Solo ist, naja. Und du hast das schon so gerahmt, schon direkt bekommen, oder? Genau, ja. Ist genau so, wie es hier gerade steht, habe ich es auch. Also vom Rahmen her sieht es wirklich sehr, sehr cool aus. Mit dem Poster unten. 100%. Und mit den Sprüchen rechts sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Das macht sich auch sehr gut im Flur. Genau. Ja. Oder ein Problem ist, ich habe noch keinen einzigen Star Wars-Film gesehen. Nee? Nee. Was? Echt? Nee. Das finde ich auch, ist ja schon fast eine Beleidigung hier. Ja, Aaron, ich weiß, du bist Star Wars-Fan. Ich bin riesen Star Wars-Fan. Ja, Vader steht da in der Ecke und alles. Aber der Film hat hier mich. Oben drüber irgendwie. Der Film hat mich nicht bekommen. 100 Euro. 100 Euro, mein Lieber. Welche hochbieten? Da geht's los. 150. 200 Euro. 250. 500. 500 direkt? 500, weil das Ding hat eine schöne Einrahmung, das kostet auch. Liegen wir denn in der Tendenz da, wo du dich gerne sehen würdest mit dem Bild? Ich glaube, also, der Import die, schon. Die Richtung gefällt mir. Okay. Aber ein paar Meter müsstet ihr doch machen, sag ich. 55. Ja, das sind keine Meter, das sind Zentimeter. Danke. Okay, der Mann hat Humor. Ich trenne mich auch wirklich schmerzlich davon, aber ich brauche das Geld jetzt auch einfach, weil ich, sagen wir mal, ich hab eine ungute Entscheidung getroffen, was mein Berufsweg betroffen hat. Und habe dementsprechend Schulden. Und das ist mein Ausweg daraus. Die Stimmung von Humor ist gerade ganz böse gekippt. Also ich gehe auf 6er-Kurs. Arno, bist du noch dabei bei 600? Ich überlege gerade noch. Ich glaube, wir sind zu weit weg von dem, was du willst. Merkt euch, Freunde, das sind auch wirklich, es ist zertifiziert. Clark, ja, das ist natürlich auch. Wirklich sehr, sehr bekannte Schauspieler. Von Lando, wo mir der Name nicht entfällt. Aber die haben mittlerweile auch schon oft auf Karten unterschrieben, deswegen. Ich werde bei 700 sagen.
Digga, also das bitte. Kiki geht wieso rüber? Also, nee, guck mal, ich bin doch jetzt bei 600. Einer muss überbieten. Das Ding als Kunstwerk funktioniert ganz klar, aber laut meiner Einschätzung ist es unter 1000. Dann übernehme ich es mal moderativ. Ich sag nochmal, ich habe Schulden. Ja, ja. Wir sind aktuell bei 600. Ich glaube, drei Leute sind raus. Das heißt, Kiki wäre als einziger noch am Start. Jetzt ist die Frage, was war deine Schmerzgrenze? Also ich muss sagen, mein Wunschpreis hat sich auf 2000 belaufen. Ui! Und Schmerzgrenze, also ich unter 1,5 will ich auf gar keinen Fall. Okay. Ich muss sagen, bei dem, obwohl es phänomenal gut gerahmt ist, wäre ich Tatsache in der Hinsicht raus. Also ich würde von mir aus mich noch um 200 Euro toppen auf 800. Ja. Wir haben sehr viele vergleichbare Sachen, deswegen ja. Weiß ich, wo die Tendenzen liegen. Ja. Aber mir fehlen dann noch mehr Unterschriften, damit das auf den Preis hochkommt. Verstehe ich. Ist doch vollkommen okay, meine Lieben. Dann machen wir es dieses Mal so. Wir haben keinen Deal hier gemacht, aber falls ihr sagt, das Ding will ich haben, schreibt den Kiosk oder einen von den Herren einfach auf Social Media an. Wir vermitteln, wir gucken erstmal, ob die Anfrage richtig ist, weil wenn Franco jetzt eine Anfrage von Aladdin mit einem Follower kriegt, der 20.000 bietet, wird er sagen, schieb ich mal nicht ja. Weiter. Und dementsprechend, ja, schreibt uns, falls ihr Interesse habt und hey, tut mir voll leid, dass wir keinen Deal haben, aber vielen Dank, dass du mit der Schönheit da warst und so kannst du es wieder bei dir hinhängen. Das war mir eine Freude. Und vielleicht finden wir jemanden aus der Community. Ja. Hallo Dennis. Hallo. Ich habe hier eine schöne Box für euch. Das ist die Liverpool Lineage aus der Saison 22-23. Und ganz wichtig, die Box hat Tops uns zur Verfügung gestellt. Und die Einnahmen davon werden gespendet für die Kindernothilfe. Okay, sehr cool. Alles gut. Ihr habt hier insgesamt 10 Karten drin. Wahrscheinlich wisst ihr es auch alle, ich wollte es nochmal sagen. 3 Karten encased, also 3 garantierte Autogramme und maximal auf 99 nummeriert. Und die große Regel ist, break direkt hier vor Ort. Ja, natürlich. Echt? Ja, natürlich. Ja, muss das sein. Das muss sein. Ja, das. Dann machen wir das so. Die habe ich mir gerade ausgedacht, aber dass du reingestiegen bist, fand ich gut. Ist eine, gut ist eine gute, runde ja. Sache. Ja. Ja, genau. Okay. Fangen wir an mit 150 Euro. Oh, du 160. Gehst, du gehst schon rein. 170er. 180. 190. 200. 210. 220. 230. Für was ist denn die bei Tops gegangen? Ist 230. 230. Ja, 230, ja. 240. 250. 260. 270. Ist ja für einen guten Zweck. Ja. Ist für einen guten Zweck, deswegen. Kiki, okay, kannst du nicht schon wieder kriegen. Nee, nee. 280. 290. Komm, wir machen hier die Dalton. 300. 310. Man muss auch wissen, wenn man sagt nein. 23. 330. 330 für den guten Zweck? Für den guten Zweck, weil wir haben jetzt schon mal den Marktwert um 100 Euro getoppt. Also ich würde auf 340 noch gehen. Was sagst du? Ich glaube 350 für einen guten Zweck und wir machen die gleich auf. Ist ein guter Preis, oder? Hast du Bock? Schnick, schnack, schnuck. Okay, komm. Wir machen, der Gewinner zahlt 350 Euro. Okay, machen ja? Wir. Ja. Und komm, was wolle. Ich will, dass du sie öffnest vor der Kamera. Gerne, gerne. Ein Breaker muss das öffnen, okay. Okay, komm. Schnick, schnack, schnuck. Ich gehe mal mit Zell rein, okay. Hey, aber, hey, Glückwunsch. Für den guten Zweck, für die Kindernothilfe. 100, 200, 350. Passt. Sehr gut. Perfekt. Danke dir. Hey, Franco, zieh mir was Gutes, gell? Ja, ja. Also wir haben hier erstmal nochmal You Never Walk Alone. Den Spruch, glaube ich, kennt jeder. Und ist wirklich sehr schön verpackt. Hier sind die 3 encased. Was ist die beste Karte, die man ziehen kann? Steven Gerrard? Ja, Dual Auto könnte es auch ziehen, tatsächlich. Und Xabi Alonso ist auch noch drin. Richtig, ja. Also sehr coole Box. So, wir haben auch sehr hochwertige Karten, sehr dick. Da sind jetzt theoretisch nummerierte auch drin. Genau, da sind auch nummerierte Karten drin. Wir haben jetzt einmal, glaube ich, 4 Base-Karten normalerweise und dann die nummerierten. Genau, wir haben einmal hier Kyle Gordon, Leighton Stewart. Auch hier schön mit First Bowman, natürlich auch sehr wichtig. Sir Kenny Dalglish, Darwin Nunes. Und jetzt müsste, glaube ich, schon die erste Number kommen, jawohl. Und zwar haben wir hier Cody Gakpo. Gakpo, cool. Und die ist, ich kann es nicht auswendig, ich glaube zu 75, bin mir nicht sicher. Auch 75, die Pinke. Wir gucken gleich mal nach. Erst noch Michael Leffy. Da leichte. Und die haben wir zu 80. 79 von 80, Cody Gakpo. Gakpo schon mal cool. Nimmst du mit? Ich bin jetzt mal ehrlich, bis jetzt sehr passiv. Ja, das ja, also ja, aber die Karten kommen sind nur zusätzlich, das ist genau. Der Bonus, die krassen Karten kommen noch. Oh, Gold, Xabi Alonso. Nein. Stark. Ah, das ist diese 3D-Karte. Zu 75 ist die Michael Leffy. Das sind und so das zwei die 3D-Karte, Karten. Genau. Da das ist einmal ein geiler Thiago ja. Noch im Hintergrund. Und dann auch nummeriert? Die ist nicht nummeriert. Nee, nee. Ah, schade. Aber sieht phänomenal gut aus. Ja. Ja, super, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Hauptprodukt. Ich würde sagen, wo fangen wir an? Kiki, links, rechts, Mitte? Geh in die Mitte rein. In die Mitte rein, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, Franco. Zieh mir einen Steven Gerrard oder einen Alonso, bitte. Ja, ja. Und wir haben First Bowman, ich kenne den Brie nicht. Rookie. Isaac Mabaya. Okay. Woo! Base.
Haben wir noch nie Fußball spielen sehen? Okay, ja. Nimmst du mit. Dann. Ja. Und wieder First Bowman. Super! Michael Leffy. Nein! Okay, dann zu 50. Zu 50? Ja. Nein. Leffy nimmst du. Wer weiß, wie er performen wird. Wir können am Ende Leffy sagen, war wenigstens für einen guten Zweck. Ja, das war wirklich für einen guten Zweck. Und jetzt könnte, eigentlich müsste jetzt noch eine Legende kommen, ja, normalerweise. Okay, komm. Komm, Steve Gerrard. Und wir haben. Wer ist denn das? Gomez. Die Legende Gomez. Joe Gomez. FIFA-Legende. Auf Base. Und da soll noch mal jemand sagen, top schaut bei Streamer nur die guten Boxen, Boxen, ja, raus. Das war eher eine Defensive. Das war, Freunde, definitiv keine Streamer-Box. Für den guten Zweck. Ja. Ladies and Gentlemen, ihr könnt gerne mitmachen beim Gewinnspiel. Wir hauen die Box für euch raus. Einfach euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben und dann werden wir einen Gewinner rauskristallisieren, rausfiltern und der wird dann auf Instagram angeschrieben und dann bekommt ihr das per Post nach Hause geschickt. Ich sag einmal, er wird vom Kiosk Original angeschrieben, nicht irgendwie von Franco B. Brothers Fake Account. Vom Kiosk kommt die Nachricht. Ja. Und wenn ihr was anderes kriegt, ist es Fake. Und ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Kiki, nochmal Glückwunsch zu Großkreuz. Danke dir. Mitleid zu Großkreuz. Ich übe nochmal. Ich übe nochmal zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ihr findet den Link von dem Kollegen mit seinem Star Wars Poster in der Videobeschreibung. Da könnt ihr uns schreiben. Und wir vermitteln weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Freunde. Hello, ich bin die Sophia von Absolut Hot. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.